Eines liegt der Bonner Wohnungsgenossenschaft vor allem am Herzen: das Wohl ihrer Mieter. Und so lag ein Schwerpunkt im Jahr 2020 auf dem Umbau des Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße 12 in Bonner Nord. Umbau eines Mehrfamilienhauses, also sprich ein Eingang in Bonner Nord in der Heinrich-Heine-Straße 12, Komplexumbau, dort waren vorher 12 Wohnungen drin und nach dem Programm Seniorengerecht umbauen der SAB, der Sächsischen Aufbaubank, haben wir hier 9 barrierearme Wohnungen errichten lassen. Die Wohnungen sind das erste Mal mit Fußbodenheizung ausgestattet. Ein Highlight wurde für die BWG, das haben wir noch nie durchgezogen. Aber natürlich das Wichtigste für unsere, gerade für die Senioren, ist der Zugang zu den Wohnungen, der eben barrierearm ist durch den innenliegenden Fahrstuhl, der auch ganz modern gestaltet ist, aber auch die Zuschnitte der Wohnungen entsprechend den heutigen Bedürfnissen, was Bad, Küche und auch die anderen Dinge anbelangt, dazu mit einer Multimedia-Ausstattung in jedem Raum, mehr oder weniger. Ich denke, können wir uns sehen lassen und eine Sache für die Zukunft. Es handelt sich hierbei um eine Komplettsanierung, das heißt wirklich alle Gewerke von Rohbaulos über Putzlos, über Estrich, nicht zuletzt die ganzen Ausbaugewerke, Elektro, Heizungslüftung, Sanitär, Fliesenlegerarbeiten, Bodenlegerarbeiten, Malerarbeiten, also wirklich einmal komplett den Eingang saniert. Wir hatten nur noch einen erweiterten Rohbau dastehen und von da an sind wir komplett neu aufgebaut. Die Firmen, die hier tätig waren, waren alles tatsächlich regionale Firmen. Die Nachfrage ist groß in Bonner. Solche Wohnungen sind sehr gefragt, das wissen wir. Es gibt auch lange Listen dazu. Natürlich können wir das nicht jedes Jahr stemmen. Es ist voll mit oder fast mit eigenen Mitteln gebaut. Haben natürlich auch die Mittel der Sächsischen Aufbaubank mit genutzt. Aber ich denke, solche Projekte, da muss natürlich alles passen. Hier war es so, der Eingang wurde freigelenkt. Und ja, alle paar Jahre werden wir sicherlich über solche Dinge sprechen können. Zusammen mit Erfahrung, Kompetenz sowie mieterorientiertem Service entstand hier wieder eine Basis für einen Wohnraum zum Glück.